Die Wurzel haut noch weiter ab. Da sind wir durch hier. Jesus Gott, liegt hier Schrott rum, ist ja übel. Oh mein Gott, wir haben ihn gefunden. Den Silberseetang. Gib her. Wir können Sprinkler bauen. Uhuhu. Geil, endlich. Ich dachte schon, das geht im Early Access nicht. So, die Wurzel geht immer noch weiter weg. Gehen wir mal hinterher. Ja gut, jetzt können wir nicht mehr hinterher, so wie es ausschaut. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier geht's runter jetzt. Okay. Und dann geht es wahrscheinlich da nochmal runter. Und dann sind wir wahrscheinlich noch nicht am Ende. Uff, nee. Nee, nicht so ganz. Falsch kalkuliert. Ich habe die Karte ein bisschen zu klein eingeschätzt. So. Ja, hier ist die Wurzel irgendwo hin gebloppt, aber da geht es nicht weiter. Deswegen glaube ich, wir müssen jetzt einfach wieder diese Stellen heilen. Oh, da schwimmt was, was ich haben will. Komm mal ran hier. Olindias Formosa. Ihre bunten Tentakel sind schön, aber gefährlich. Pass auf, wenn du sie anfasst. Ich hatte es eigentlich nicht vor, sie anzufassen. Die kommt ins Museum, den Seetang nehmen wir mit. Leider nur 3 Stück, aber immerhin etwas. Wie viel braucht man das nochmal für den Dings? 5? Sprinkler. 5. Ja gut. Wir holen jetzt auf jeden Fall mal den Anker hierher. Damit wir gleich flüchten können. An die Oberfläche. Ja, ich bin echt gespannt, was hier abgeht, Mensch. Sind hier noch irgendwelche Meerjungfrauen? Und mehr Altmänner? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Meerjungmann? Meerjungfraumann? Und wo ist der Blaubarsch-Bube? Fragen über Fragen. Keine Antworten. Ich weiß es nicht. Das gilt es alles herauszufinden. Genau wie warum ich hier immer noch ohne meinen Anzug tauchen kann. Nach so viel Zeit. Immer noch gut dabei mit Sauerstoff. Aha, da haben wir so einen Popel gefunden. Den Popel werden wir jetzt noch schnell zurückpopeln. Und dann müssen wir wahrscheinlich heim. Ja, doch, ich denke schon. So. Wo will das sich durchfräsen hier, dieser Laser? Hier lang. Okay, hier habe ich natürlich nicht freigemacht. Schön. Oh Gott, hier lang. Ausdauer wieder niedrig. Ja, ich weiß. Passt schon. Ist in Ordnung. Das machen wir auch noch weg. Das auch. Das auch. Oh Mann. Und nicht noch weiter. Hör auf. Bist du nervig, du. Komisches Zeug. Ups, hier lang. Bisschen verschätzt. Alarm, niedrige Ausdauer entdeckt. Ja, danke. Ich weiß. Will das Ding jetzt einmal im Kreis oder was? Hör doch auf. Oder haben wir es jetzt geschafft? Ich weiß es nicht. Doch, wir haben es geschafft. Okay. Gut. Ich setze den Anker hier hin. Will er nicht. Ah doch, er kommt. So. Ja, eine haben wir geheilt. Gut. Da gehen wir jetzt. Zack. Abfahrt. Und dann gehen wir morgen nochmal tauchen. Ich will unbedingt wissen, wie es hier weitergeht, Leute. Wir haben auf der Farm eh nicht viel zu tun, solange wir keine Sprinkler bekommen. Grindkörknabe, was war das? Ich habe das Seevolk gesehen. Ja, habe ich. Das hast du? Ich habe es durch Kibbel gesehen. Ich habe sie so lange nicht gesehen. Die kennt die schon. Ich habe alles gesehen. Oh, diese Sprache habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Okay, interessant. Ignoriert den Traktor im Hintergrund, falls man ihn gehört hat. Du verstehst sie nicht, oder? Keine Sorge, das kann ich ändern. Oh, aber ich brauche deinen Tauchanzug. Nein, nein. Dann kannst du ja gar nicht tauchen. Oh. Halb so wild. Ich habe einen in Reserve. Ich arbeite stattdessen daran. Wir sprechen uns bald wieder. Jetzt kriege ich einen Übersetzer, damit ich mit denen reden kann. Ich raff gar nichts, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich war ohne Tauchanzug da unten. Ich brauche den Anzug nicht von dir. Wie auch immer ich das gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich halt wirklich die Klamotten getauscht habe. Der Honig ist immer noch nicht fertig. Stabil.
So, jetzt gucken wir erstmal, was wir verkaufen. Das kommt alles weg, das brauchen wir nicht. Das behalten wir, das kommt weg, das kommt weg. Ja. Sollen wir so einen verkaufen, dann wissen wir, was er wert ist. Ja, einer geht. Ich bin immer interessiert, ich will wissen, was die Dinge mir nachher einbringen und so. Deswegen forsche ich da gern so. Ich bin auch der Typ, der bei Stardew Valley, die, bitte mal weghören, nicht getriggert fühlen, der seine prismatischen Scherben in den Verkaufsbehälter schmeißt bei Stardew Valley. Ich habe es nur mit einer gemacht, nicht mit mehr, okay? Also keine Sorge. Ganz so verrückt bin ich dann doch nicht. Nur ein bisschen. So, ich bin verwirrt. Wo habe ich denn hier... Hallo? Da ist er doch. Und die wilde Saat habe ich gar keine. Die habe ich immer gepflanzt, ne? Pflanzen wir die jetzt auch noch. Vielleicht wächst was. Wer weiß. So, und hier kommt die Tomaten rein. Zack. Gucken wir mal noch wegen dem Saft. Der ist nämlich auch fertig. Dann packen wir hier noch was rein. Machen wir Maissaft, wenn das geht. Oder was auch immer da rauskommt dabei. Maissirup, I don't know. Irgendwas Grünes auf jeden Fall. Nice. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ab ins Bett. Damit wir morgen wieder tauchen gehen können. Dann hätte ich gesagt, gutes Nächtle. Mhm. 1167 wieder eingenommen. Gucken wir mal kurz. Rambutansaft 155. Das ist halt schon, das ist schon krass. Okra 110 ist eigentlich auch nicht schlecht. Banane 105. Eigentlich ist es alles ziemlich gut dafür, dass es weiterverarbeitet natürlich mehr Geld einbringt. Deswegen mache ich es ja eigentlich auch überhaupt. Ja, das Geld summiert sich, summiert sich, summiert sich. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall für den Herbst genug Kohle, um hier richtig dick durchzustarten. Also, wenn ich meine Sprinkler dann habe. Ne? Das könnte noch ein bisschen dauern. Aber das kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge. Sehr guter Dinge, dass das was wird, dass das klappt. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch Kompost. Oder Schrott. Wie hieß das nochmal aus dem Recycler? Wir machen auf jeden Fall jetzt noch gut was, weil wir brauchen, wie viel waren es? 20, glaube ich. 10. 10 Schrott für einen Sprinkler. Da muss ich auf jeden Fall definitiv noch Schrott herstellen. Aber das ist ja kein Problem. Wir kriegen ja so viel Müll aus dem Meer. Das lässt sich locker einrichten. Was wächst denn eigentlich hier nochmal? Waren das Blaubeeren? Naja, momentan wächst nichts, ist einfach nur grün. Könnte aber Blaubeer sein. Captain Blaubeer. Entschuldigung. So haben sie mich früher auch genannt. Zu meinen Kampftrinkerzeiten. Nein. Hatte ich nie. Ich war einfach nur ein normaler Jugendlicher, der am Wochenende gern mal eingezwitschert hat. Ja, wie wahrscheinlich so gut wie fast jeder Jugendliche. Ich wollte nur wieder einen blöden Spruch reißen, damit es hier nicht zu langweilig wird. Wisst ihr Bescheid. So, die Okra wird noch geerntet und der Mais da unten, den müssen wir auch noch ernten. Die Musik ist auch neu, kann das sein? Ich kann mich nicht daran erinnern, diese Musik schon mal in Coral Island gehört zu haben. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ist ja halb so wild. Ich find's cool. Sehr cool. Die Entwickler machen auf jeden Fall einiges an diesem Spiel, das feiere ich sehr. So, wird alles mal verkauft jetzt hier. So, zack. Schauen wir mal. Oh, der Honig ist fertig. Kosmo-Honig. Oh, der könnte vielleicht das wert sein. Mal Rittersporn-Honig machen. Vielleicht nicht die beste Pflanze für Honig. Obwohl, eigentlich müsste es für uns Menschen ja ungiftig sein als Honig. Das sind ja nur die Pollen. Ich meine, die würden ja so auch in unserem Honig landen. Weil Rittersporn ist ja eigentlich giftig. Soweit ich informiert bin. Ich will jetzt euch hier keinen Schmarrn erzählen. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, doch mal den Müll hier. Zack. Den brauche ich da drüben. Der ist da drüben besser aufgehoben. So, machen wir voll das Ding. Stelle Schrott her 20. Ja, immerhin, da geht was. Schön. Gut, jetzt gehen wir schnell zu den Hühnern. Und dann... Denn geh mal tauchen. Mach das Tor zu. Geht wieder nicht. Verwende ein Ayumayo herzustellen. Schauen wir mal. Noch in Bearbeitung Mayo.
Dann ist das mit den großen Eiern wahrscheinlich doch was anderes. Dann kommt da vielleicht eine große Mayo bei rum. Oh, und ein Bronze-Ei.